Hallo ihr Lieben, hier ist Gabriele. Ja, ich sitze hier draußen auf meinem Balkon und möchte über Familie sprechen, über das, was mir bewusst geworden ist, über meine Transformation gerade. Im Kollektiv liegt die Energie der Heilung, der Offenheit, deinen Engel zu erkennen, der du bist, dein wahres Licht, deine Seele, aber auch deine Einzigartigkeit. Ne? Hier habe ich die Karten. Ja, Familie. Ich habe sehr gut geschlafen, zumindest bis Mitternacht. Danach war ich sehr oft wach. Ich ging aber mehrmals zu Bett mit dieser Musik, die hier im Hintergrund läuft. Und durch dieses viele Mal Niederliegen, was ich ja oft mache, kommen immer wieder Gefühle und Bilder hoch. Und gerade in dieser Zeit, wo es um Heilung geht, wo es um Familie geht, um Partnerschaften, um Auflösung von Ahnenthemen, wurde mir etwas bewusst, kam ein Bild nach oben. Und zwar die Situation von Misstrauen, Vertrauensmissbrauch. Ne? Und das war ein ganz, ganz altes Thema, an das ich schon eine Weile nicht mehr dachte, aber saß eben ganz tief verborgen in mir. Und ich weiß noch, ich habe sehr viel Tagebuch geschrieben, eigentlich seit meinem 14. Lebensjahr. Und eine Person in einer Beziehung hat mein Tagebuch gelesen. Er hat somit mein Vertrauen missbraucht, gebrochen. Ja, und im Grunde, was habe ich in dieses Tagebuch geschrieben? Jeder formuliert ja anders und jeder schreibt ja auch was anderes. In meinem Tagebuch stand, so wie jetzt auch in meiner Seele, meine ganzen Verletzungen, meine Gedanken, meine Gefühle, meine tiefsten Wünsche, meine Sehnsüchte, mein Leid, alles, was ich fühlte, was ich dachte, was ich sah, was mich bewegte, was mich traurig machte. Und sozusagen, wenn etwas so tief verborgen ist, in sich drinnen, wenn man das alles so niederschreibt, um seine Seele etwas zu entlasten, sein Herz zu entlasten, und das gelesen wird, ist das wie eine Offenbarung, ein Lesen deiner Seele. Und im Grunde, das ist der Unterschied zwischen alt und neu. In der alten Erde, in der Vergangenheit, hat man viel geschrieben.
Und in der neuen Erde, in der neuen Welt, der neuen Zeit ist es jetzt ja so, dass sich ja Seelenpaare finden oder finden dürfen sollen. Wer will, es ist kein Zwang. Wer will. Und wenn man telepathisch veranlagt ist oder sich verbunden fühlt mit jemandem oder auch in der Herzensenergie, dann lest das Gegenüber in deinen Augen, den Spiegel deiner Seele, und er fühlt, was du fühlst. Somit ist man auch nackt und offen, ne? Offen für das Gegenüber. Man ist identisch, authentisch, wahrhaftig und im Grunde, ja, im Grunde ist es eigentlich das Gleiche, ne? Man kann nichts mehr verborgen halten, man kann nichts mehr verstecken. Man sollte auch nichts mehr verstecken, ne? Darum geht es ja, um deine Einzigartigkeit, deinen Engel, dein Licht, ja, zu leben und zu zeigen. Ein Mensch in meinem Leben, der derzeit in meinem Leben ist, hat mir so den Anstoß gegeben. Ich habe ein Kennzeichen gesehen mit dem Namen. Ich habe eine Zahl gesehen. Ich habe mich verschluckt mit einem Zucker und ich habe es noch nicht erkannt. Ich habe es noch nicht verstanden, was das bedeuten soll. Aber ja, es braucht eben alles seine Zeit. Man ist jeden Tag so sehr im Außen und mit dem Außen beschäftigt, mit Stress, Hektik und Druck und Struktur, dass man sich selbst einfach zu wenig fühlt und wahrnimmt. Und letzte Nacht, ich habe es überlegt für mich, was kann das sein? Wo sind hier die Zusammenhänge, die Verbindungen? Und bin eben heute ein paar Mal aufgewacht und habe immer wieder so kleine Fetzen reinbekommen und habe erst ein Vergebungsritual gemacht für mich selbst und auch für das damalige Gegenüber. Und ja, es waren auch Familienthemen. Es beinhaltet oft sehr viele Bereiche, sehr viele Themen in der Familie, in der Partnerschaft. Wenn man dann so zurückgeht, wie die Eltern gelebt haben, wie die Eltern waren, jeder so für sich. Und zwischen den beiden die Themen findet und nachher dann eben auch bei sich selbst, wenn man sich selbst reflektiert, das eigene Leben und die Themen, also es ähnelt sich sehr viel, es gleicht sich sehr viel und ja. Und dann stellt sich die Frage, was will ich in Zukunft? Wo will ich wirklich hin? Wo wollen beide wirklich hin? Ist das genug? Man muss auch ein bisschen raus aus der Illusion und rein in die Realität. Ich finde, planen ist... Pff,
Ja, man kann schon gewisse Dinge planen. Ich plane einen Arzttermin, ja. Aber so im alltäglichen Leben bin ich so von Energien beeinflusst, wo ich fühle, dass es oft nicht meine Energien sind. Sondern von Nachbarn, von anderen Menschen, die an mich denken, die mir vielleicht manches neidig sind, die eifersüchtig sind, Missgunst. Ja, es gibt da ganz viele Bereiche. Und wo es mir wirklich schwer fällt, mich selbst einfach davon zu schützen. Und dann bin ich eben gerne zu Hause. Und ich bin müde und ich transformiere und ich transformiere und ich transformiere und ich schicke zurück und ich transformiere. Und wenn man das hinter sich hat, dann ja, ist man wieder offen und frei für neue Energien, die Energien vom Universum, die Energien der Krafttiere, der Elemente, so wie jetzt. Ich habe den Blick Richtung Wasser. Ich lese die ganze Zeit schon in den Bäumen und ja, und ich lese auch aus meinem kleinen Wannenbiotop meiner Katzen. Ja, ich sehe ganz viele Bilder und ja, und das teile ich jetzt mit euch. Im Grunde wollte ich euch jetzt nur kurz eben diese Thematik erklären und das Alt vom Neu und das Loslassen von einer Blockade, dem Thema, wie es bei mir ist zum Beispiel, ist mit Vertrauen. Ich tue mir sehr schwer, gerade bei Männern zu vertrauen und mich hinzugeben, mich fallen zu lassen, weil ich nie weiß, ja, meint es derjenige ernst oder nicht, oder will er mich verarschen oder nicht. Und ja, und wie gesagt, wenn man sich gegenseitig fühlt und in den anderen liest, und dann ist das eben auch wie ein Tagebuch, man ist offen, ne? Wenn man vorher eben schreibt, seine Seele entlastet mit Schreiben und ja, da das Vertrauen missbraucht wird und das darf man jetzt loslassen und wenn man sich so dann begegnet, Dualseelen und Zwillingsseelen, ganz egal. Ja. Dann sollte man doch offen sein oder in sich lesen lassen, was wirklich Sache ist, wo man hin möchte, welche Vorstellungen beide haben, wahrhaftig authentisch sein. Und das bin ich ja im Außen gar nicht wirklich so auf Arbeit. Ich habe schon Spaß, ja, ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, ja. Aber so wirklich privat in meinen eigenen vier Wänden, ja, bin ich auch wieder ganz anders, ne? Da bin ich so wie mein Tagebuch. Ja, das komplette Gegenteil. Um sich mal ein bisschen ein Bild machen zu können. Ja, vielleicht habt ihr auch so ein Thema in dem Bereich, vielleicht geht es bei euch auch um dieses, ja, um dieses Familie, Vertrauen, Missbrauch, Vertrauensmissbrauch oder ja,
Wir dürfen eben die Geschenke der Energien des Universums, das sind ja eben diese tiefgreifenden Energien mit den Mondzyklen, annehmen, um unsere uralten Themen zu lösen. Und wenn man Bilder reinbekommt oder Emotionen, man wacht mittendrin auf und ja, und man hat noch dieses Bild im Kopf und man denkt ein bisschen darüber nach und ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein, dann hat man die Chance, wirklich tiefgreifende Traumata, Erlebnisse zu transformieren und komplett neu zu beginnen. Und während ich eben dieses Video hier mache, ist mein Herz um einiges leichter. Vorher fühlt es sich an wie ein Fels, ein Riesenfels. Und jetzt fühlt es sich an, als wäre ich, ja, als wäre dieser Fels gesprengt worden. ja. Vielleicht hilft euch dieses Video weiter. Wenn nicht, ja, dann ist es eben nicht für dich bestimmt. Aber so mal den Unterschied zu erkennen zwischen alte Erde, neue Erde, alte Energie, neue Energie. Und generell momentan diese tiefgreifenden Prozesse und das Wetter besser zu verstehen, in den Elementen leichter zu lesen. Ja. Wenn es euch geholfen hat, dann freue ich mich sehr darüber. Ja, und vielleicht lasst ihr mir auch ein kleines Like da. Vielleicht mache ich nochmal eines, vielleicht mache ich es öfter, wenn ich etwas transformieren, auflöse. Ja, mal schauen. Vielleicht wird das was Neues. Denn auch meine alte Energiearbeit habe ich losgelassen. Ich habe kein Feuer mehr für irgendetwas derzeit. Ich bin noch mittendrin in diesem Transformationsprozess, in dieser Heilung. Es werden noch mehrere Themen hochkommen, habe ich das Gefühl. Es ist sehr passend, da ich ja gerade Urlaub habe. Und darum habe ich auch auf Facebook geschrieben, ich werde mich jetzt ins Koma schmeißen. Was für mich bedeutet nicht, dass ich mich umbringe, sondern dass ich mich einfach zurückziehe. Ich brauche diese Zeit für mich. Und ja, um mit mir selbst klar zu kommen und auch klar zu werden, wo es für mich hingeht. Ja, wo ich hin will. Ja, soweit, so gut. Dann wünsche ich euch alles Liebe. Danke, wenn ihr euch mein Video anseht. Ein Danke, wenn es euch auch geholfen hat, und ein Dankeschön für jeden, der es sich ansieht und liked und vielleicht abonniert oder teilt. Vielleicht hilft es jemandem weiter, eine andere Sichtweise einzunehmen, einen Perspektivenwechsel. Alles Liebe, eure Gabriele.